Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Wir gucken uns heute die Mähwings an. Heute geht es um die Mähwing-Zucht im Zuchtprogramm. Und ich habe hier insgesamt 4 Mähwings stehen, die ich miteinander gepaart habe. Da die kein Geschlecht haben, haben wir aus diesen 4 Mähwings haben wir 4 Eier rausbekommen. Das ist der zweite. Das ist der dritte Mähwing. Sehen alle sehr, sehr nice aus von der Farbe her. Alle schön Eventfarben. Und diese haben wir alle gepaart. Also 4 Eier am Start. Ich mache euch mal das Hut an. Und dann sehen wir auch die Level hier. Level 202 am Start. Die Werte 2247 Leben ist in Ordnung. Nahkampfschaden 299. Gewicht 648. Ausdauer 1237. Mal gucken, was wir für Werte rauskriegen. Anschließend bei den Babys jetzt. Da bin ich mal gespannt drauf. Hier, der ist Level 118. Und hat die folgenden Werte. 1473 Leben, 720 Ausdauer, 5800 Nahrung, 544 Gewicht, 199 Nahkampfschaden, geht auch in sich auch eigentlich relativ gut. Hier ein Low Level, den habe ich eigentlich nur gezimt wegen der Farbe, weil ich die Farbe so geil fand. 819 Leben, 540 Ausdauer, 2400 Nahrung, 432 Gewicht, 105 Nahkampfschaden. Und ja, im Prinzip, da tut sich eigentlich nicht wirklich viel, auch hier an Low Level. Das ist eigentlich relativ einfach. 1057 Leben, 517 Ausdauer, 2400 Nahrung, 456 Gewicht, 105 Nahkampfschaden. Es geht an sich eigentlich. Sind im Prinzip die letzten beiden sind eigentlich nur wegen Farbe. Und da schauen wir jetzt mal, was wir haben. Ja, das mit den Ladedings hier in A jetzt manchmal so. Naja, egal. Das interessiert jetzt nicht. Wir gucken uns trotzdem mal die Eier an. Slot 1. Slot 1 haben den Level 32er und den Level 202. 32er. Das ist der hier, genau. Das ist der hier mit dem 202. Das ist der 202, sofern ich mich recht erinnere. Genau, das sind die beiden. Die haben wir in dem Ei zusammenbekommen. Drüber springen können wir nicht. Okay. Das sind die beiden von dem Ei. Das wollen wir jetzt als erstes ausbrüten. Und dann schauen wir dementsprechend mal, was rauskommt. Also, wir werden das Ei öffnen. Und was kommt raus? Ein bunter Mähwing. Bunt wie sonst was. Mal gucken. Wir nehmen es mal mit raus. Ganz schön groß auf jeden Fall. Haben wir noch ein zweites Mähwing bekommen? Nee, ne? Nur eins. Okay. Also sieht ziemlich aus wie das 202 Mähwing. An sich eigentlich. Ja, ähnelt dem auf jeden Fall ziemlich. Muss man schon sagen. Von dem anderen ist das nur auf der Front, auf der Stirn. Das blaue. Und levelmäßig 162. Okay. Die Werte. 2247 Leben, 1237 Ausdauer, 2400 Nahrung, 299 Nahkampfschaden, 648 Gewicht, geht an sich eigentlich gut. Ich denke mal relativ eher in Richtung Transportdino, da ist das schon mit dem Gewicht ganz geil gewesen. Ansonsten, ja, brauchen wir da jetzt nicht unbedingt so viel. Also ich finde das schon in Ordnung, vor allem, dass das die Nahrung nicht auf das Baby drauf gekommen ist, ist schon ganz in Ordnung. Und ja gut, schauen wir mal, ne? In dem Sinne war das erste Ei. Werde ich einpacken, werde ich nachher hochziehen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Und wir werden dann anschließend gucken, mal was wir weiter mit den Eiern machen. So, Ei 2. 4 Eier haben wir am Start. Slot 2 haben wir jetzt den Level 202er und den 29er. Also 4 mit dem 202er Part. Das müsste der hier sein, genau. Das ist einmal der hier. Das heißt, den stelle ich mal eben schnell auf Seite. Und auf Seite, danke. Dann kommst du hier hin. Okay, das sind die beiden von Ei 2. Auch eine schicke Zusammenstellung. Werden wir mal gucken, was daraus kommt. Ich bin mal gespannt. Slot 2. Ei öffnen. Oh, von der Farbe her auch relativ cool an sich, wenn er mal lädt. Ja. Level 160. Interessant. Wenn wir mal eben schnell mit rausnehmen und uns dann dort angucken. Ich bin jetzt übrigens auch dabei, auf Gen 2 eine neue Base zu bauen. Da ziehen wir gerade um. Und dann mache ich da auch eine riesen Zuchtbase. Dann können wir da wesentlich besser, meiner Meinung nach, züchten als hier jetzt. Von der Farbe her relativ geil. Vom 202 die orange Stirn hat das bekommen. Ansonsten ziemlich viel in diese Richtung vom Level 29er. Und die rote Schnauze, ne? Der rote Schnabel. Ja, okay. Level 160, was für Werte? Wir werden mal schauen. 2247 Leben, also das gute Leben auf jeden Fall. Nahkampfschaden ist da, Gewicht ist da, das ist schon mal gut. Hat die Nahrung bekommen, ist jetzt nicht so verdammt gut, aber okay. Kann man sich drüber streiten, müssen wir mal gucken, was wir draus machen anschließend. So, werden wir auch einpacken, dann kümmern wir uns um das dritte Ei. Zwei Eier haben wir noch, Leute. Zwei Eier haben wir noch. Bin mal gespannt. Wir haben hier einmal den 118er und den 32er. 118er und 32er wären der hier und der hier. Genau, das sind die beiden, die wollen wir jetzt uns angucken. Schauen wir mal nach. Das ist Ei 3. Korrekt. Ein fast komplettes rotes Mewing. Fast komplett rot. Alter Falter. Level 104. Okay, wir haben uns auch angucken draußen eben schnell, bevor es dunkel wird. Wird im neuen Zuchthaus dann definitiv nicht mehr der Fall sein, dass es dunkel wird, aber okay. Hier ist es halt so. Wie gesagt, fast komplett rotes Mewing. Heftige Sache an sich, heftige Sache. Von den Werten her sieht es relativ naja aus. Nahkampfschaden, naja. Das Gewicht ist okay soweit, Leben ist auch soweit erstmal in Ordnung. Hat natürlich relativ viel Narben bekommen, aber okay. Ja, kann man jetzt nicht so zu zyklisch sagen. Wie gesagt, fast komplett rot an sich eigentlich. Wir gucken jetzt gleich mal in den Farben mal eben schnell, wie es da aussieht. Das ist, ja, drei Farbregionen sind mit rot, eine mit so lila und eine, naja, erkennt man eigentlich wahrscheinlich kaum. Okay. So, letztes Ei von den Mewings heute. Okay. Letztes Ei von den Mewings heute. Das ist das Ei hier von dem Level 29 und dem 118er. Gucken wir uns auch nochmal eben schnell an. Ei öffnen. Ein Level 118er. Also Max Level, was hätte rauskommen können. Ich weiß jetzt nicht, ob da Mutationen bei sind. Das wäre natürlich noch geil zu wissen. Aber soweit ich gesehen habe, waren es keine Mutationen mit dabei von den Werten her. Wenn ihr da natürlich was gesehen habt oder erkennen konntet von den Wertemutationen her,
gerne mal schreiben in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Aber soweit habe ich eigentlich nichts gesehen, leider. 1473. Keine Wertemutation auf jeden Fall, ne? Wir schauen uns das auf jeden Fall mal komplett an. Ich werde auch noch die Tabelle machen für die Tiere jetzt. Die werde ich jetzt heute oder morgen noch machen. Kann ich euch dann auch noch mal vorstellen, wenn ihr wollt. Ich könnte mal gerne in die Kommentare schreiben. Da gucken. Aber die Werte her, die sehen eigentlich relativ identisch aus. Von daher, das waren die Felinos, die wir jetzt hier gezüchtet haben. An sich eine relativ schicke Sache auf jeden Fall. Wir werden die auf jeden Fall hochziehen hier und dann sehen wir uns in den nächsten Parts. Ja, was wir morgen machen, vielleicht geht es morgen in Richtung Deinonychus oder X-Tiere, nee, oder Tech-Raptoren oder so. Mal gucken, was anliegt. Und in dem Sinne, seid gespannt. Morgen 19 Uhr, neues Zuchtvideo hier von meinem Kanal in Ark Survival Evolved. Bis dahin, erstmal Servus und Tschüss.